Tennis, aber vielleicht auch, wenn sie kleine Kinder haben. Ja gut, das ist das Größte, was ich hatte. Wir haben schon mal eine größere Spritze. Aber haben Sie schon mal mit so einer Spritze, frag mal die Politik, jemanden nass gemacht? Oder wollten Sie das machen? Der Wissenschaftler an sich macht ja häufig gar nichts. Ich mache Gedankenexperimente. Und also eben häufig überlege ich mir was. Und Sie hatten mal eine Spritze in der Hand. Und jetzt versuche ich mit Ihnen ein Gefühl zu geben, für was Göttfert steht. Würden Sie sagen, dass wenn ich jetzt bezüglich dieses Geräts, also ich will jetzt was messen, wenn ich das einfülle, dann wird es, kann es fließen, wenn ich da drauf drücke. So, und jetzt möchten Sie vielleicht sich überlegen, ja, ich möchte es messen. Was müssen Sie dann messen? Und ich sage, ich hätte gerne diesen Prozess beschrieben. Ich fülle da rein Wasser, vielleicht ein Öl, Motorenöl, vielleicht ein Polymer schmelze, verhält sich wie ein Motorenöl. Und dann mache ich da, ich ziehe Spritze nicht nass. Das wäre ja politisch nicht korrekt, wenn ich Sie nass spritze, aber ich habe gleich bei der Partei, ziehe Spritze nicht nass. Was sind für Sie, wenn Sie mich jetzt nass spritzen wollen und ich gehe nach hinten? Was würden Sie machen? Ja, es geht auf den Durchfluss und den Druck an. Also der Durchfluss ist für Sie, wie viele Millimeter pro Sekunde Sie schieben. Das heißt, das müssen Sie machen. Und dann würden Sie, wie würden Sie das erreichen? Druck. Festdrücken. So, festdrücken. Das heißt also, wenn man das Ding jetzt zu einem Messgerät machen wollen würden, müssten Sie was messen. Sie kommen vielleicht mit, ich komme aus einer Winzerfamilie, da haben Sie eine Spindel in der Kelle. Sie würden mal messen, wie schnell sich das dreht. Und dann haben Sie einen Gewinn und so jede Umdrehung so viel Millimeter. Sehen Sie? Also Sie messen quasi dann, wie schnell bewegt sich das. Das heißt, Mathematik würde sagen, den Volumenstrom, V Punkt. Egal. Aber Sie messen die Geschwindigkeit und dann würden Sie den Druck messen. Das heißt, was erwarten Sie, wenn Sie jetzt da rausgehen, und das nennt man ein Kapillarium. Sie gehen dann hin und fragen die Leute, wie messt ihr den Weg und wie genau? Weil Sie werden nur Weltführer, wenn Sie es genau können. Also so, meinen Studenten sage ich immer, wenn er zu Ikea geht und Papierstreife, Millimeter kostet nichts. Sie können Meter und Millimeter genau messen, sehen noch minus 3 relative Präzision, ein Tausendstel, mit nichts kosten, null. Und deshalb wird es sein, und es wird teurer, wenn es genau wird. Und die messen Submikrometerbereich, so 10 Nanometer gehe ich von aus. Das können die messen. Das heißt also, sie messen den Weg. Und die Kraft, wie würden sie die messen? Würden sie die da oben messen? Was gibt es denn für Möglichkeiten, für Kräfte zu messen? Kraft? Sie haben aber den Wort Druck gesagt. Wissen Sie, wie Kraft und Druck zusammenhängen? Das hat was mit Fläche zu tun. Das heißt also, wenn Sie aber die Fläche kennen, können Sie die Kraft messen. Und die haben dann da seitlich unten ein Loch. Und da messen Sie es, Sie werden es kaum glauben, den Druck. So, wenn Sie, je besser Sie den messen können, und die messen Druck, was haben Sie mal ein Auto aufgepumpt? Auto, wie viel Tankstelle? Wie viel Bar? Was muss man so in den Reifen reinmachen? So Bar. Das haben Sie in der Tankstelle. Wenn Sie mal so einen riesen LKW hat, der hat vielleicht 10 Bar oder so, und die können 2000 Bar messen. 2000, das ist schon mal richtig. Das ist Wassersäule, 20.000 Meter, so tief haben wir gar kein Wasser auf. Und das messen Sie vielleicht mit einer Präzision auf ein Hundertstel Bar. Oh, das ist was. Verstehen Sie? Sie messen die Präzision, dass 2000 Meter, 20.000 Meter Wassersäule über sind, auf einer Präzision von 5 cm plus minus bei der Wassersäule. Das ist nicht schlecht. So, jetzt haben wir das. Frage. Wenn Sie jetzt diese Kapillar, ist jemand von der Feuerwehr hier? Haben Sie mal gefragt für den Worst-Case-Szenario? Da gibt es noch, ich erinnere mich, in der Schule mussten wir mal, oder durften wir mal bei der Feuerwehr irgendwas umspritzen. Das fand ich als Kind total cool. Und Jahrzehnte später kommt es in meinem Kopf hoch. Und denkt, der hat was von ABC-Rohren erzählt. Gibt es das heute noch? Genau. Ja. Und die sind noch im Wesentlichen der Durchmesser, gell? Ja. Und so ein Druckschlauch, Feuerwehr, habe ich letztens wieder gesehen, 50 Bar. Das können die dann Explosionsdruck. Nein. Bei 12 Bar. Oh, da habe ich andere gesehen. Ich war in einem Textilmuseum in St. Gallen, habe mir die taktischen Daten angeschaut. Aber sagen wir 10 Bar von hier aus. Ja. Und die sind im Durchmesser. Und wie groß ist denn der Feuerwehr? Gibt es noch ABC? Ja. So, und kennen Sie die Durchmesser auswendig? Ich stehe in die Höhe. Aber so grob der Faktor ist 2 vielleicht. 1,5, so, ja. Aber der Unterschied ist riesig. Das heißt also, wenn Sie Faktor 2 hochgehen, ist es jetzt 2-mal mehr. Es ist viel mehr. Und das ist total interessant. Und das kenne ich auch aus der Winzerei, das bringt mir alles wieder mit. Es gibt so Standardschläuche für Winzer und wenn Sie einen richtig großen brauchen für Maische, da geht wirklich viel mehr rein. Und da gibt's, das heißt also, wenn Sie das rausdrücken wollen, hängt es vom Durchmesser ab. Aber nicht normal. Und das können Sie nicht wissen, es hängt mit der vierten Potenz. Das heißt, wenn die Feuerwehr in Faktor 2, damit wir es im Kopf rechnen können, dann ist 2, 4, 8, 16. 16 mal so viel Wasser geht durch. Wow, das ist doch was. Das heißt also, wir werden ein Loch bohren müssen, was der Feuerwehrschlauch ist.
aber mit einer hohen Präzision, weil sonst wird alles falsch. Das heißt, welche Löcher bohren Sie so typischerweise mit Ihrer Bohrmaschine? Ins Holz. Millimeter. Also ab Millimeter wird der Bohrer vorne so ein bisschen wackelig. Hier werden Löcher gebohrt von 300 Mikrometer mit einer Präzision von 1 Mikrometer. Das heißt, Sie brauchen die Präzision, schon stimmt es wieder nicht. Und dann würden Sie sagen, also es hängt also von der Dicke von dem Loch ab, wie gut Sie mich nass spritzen können. Wenn ich Ihnen dieses Loch länger machen würde, wenn ich quasi eine Kapillare dranhängen würde, was ist denn Ihr Bauchgefühl? Also das ist jetzt vielleicht 1,5 Zentimeter. Ich würde Ihnen da jetzt so ein dünnes Rohr, mit gleichem Durchmesser, das gleiche Feuerwehrschlauch, B-Rohr, ich würde Ihnen einen längeren Schlauch machen. Die Feuerwehr nehmen Sie eher kürzer Schlauch oder längerer, wenn Sie die Wahl haben in der Zeit. Es kommt auf die Aufgabe an. Nehmen wir mal an, es brennt da drüben und Sie haben einen 200 Meter Schlauch oder einen genau passenden Schlauch von 20 Meter. Sie nehmen den passenden, kürzer. Warum? Weil man später weniger aufräumen müsste. Ja, die Moleküle müssen auch aufräumen, das ist für die mehr Arbeit, wenn sie da durchgehen. Und je länger es ist, umso mehr Arbeit ist es für die. Und deshalb ist es auch so, dass dadurch der Druck anders wird. Das heißt also, Sodele, jetzt haben wir, wenn wir das messen, haben wir gemessen. Wir haben gemessen, wie schnell wir durchdrücken, wir haben die Kraft gemessen, wir kennen den Durchmesser und wir kennen die Länge. So, alles gemessen. Gebohrt, gemacht, Schiebleere, so. Was kennt man nicht? Wenn ich jetzt zum Beispiel die gleiche Spritze nehme und ich gebe Ihnen einen Brotteig da rein, oder so eine Matsche von Müsli nach 3 Tagen, oder ich gebe ein Öl rein, oder ich gebe Wasser rein, was fehlt noch? Die Materialeigenschaften, zwar welche? Die Fließfähigkeit, und das nennt man Viskosität. Das heißt, wenn Sie eine Formel haben, in der alles drinsteht und den einen, den Sie suchen, fehlt, verstehen Sie? Dann haben Sie. Sie haben, wie schnell drücken Sie den Volumenstrom? Sie haben die Kräfte, Sie haben das Loch im Feuerwehrschlauch, Sie haben die Länge des Feuerwehrschlauchs. Und wenn ich bei der Feuerwehr was Hochviskoses hinten reinmachen würde, statt Wasser, würde es nicht funktionieren. Das heißt, Sie wissen alles außer die Viskosität. Und wenn Sie das können, dann können Sie die Viskosität bestimmen. Und das machen Sie dann als Funktion, wie schnell Sie drücken. Und die Materialien werden dünnflüssig. Die können dünnflüssig werden und da geht die Viskosität, zum Beispiel bei Polymeren, das sind so Spaghetti-Knolls, das ist mal ganz ehrlich, auch zum logisch denken. Wenn Sie in Spaghetti gucken, dann ist es doch so geknollt. Und wenn Sie es in den Mund reinsaugen, dann scheren Sie das ja in den Mund rein. Dann ziehen Sie es ja geordnet da rein, Sie orientieren es. Sie kriegen es ja nicht quer rein, also das geht nicht. Dann ganz nett aus, aber es geht nicht. Das heißt, Sie orientieren die Spaghetti und dadurch geht die Viskosität runter. Und das ist, was ich zunutze beim Spritzgießen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, dann höre ich auf. Wie Sie die CDs erfunden hatten, gab es ein Problem. Es gab verschiedene Materialien, die prinzipiell für CDs fähig sind. Eins war Plexiglas und eins war Polycarbonat. Plexiglas kennen Sie vielleicht von der Gartenabdeckung. Und Polycarbonat sind typischerweise Babyflaschen. Die waren ja früher aus Glas, heute sind sie aus Plexiglas, damit sie nicht kaputt gehen können. Die beiden Hersteller haben gegeneinander gekämpft, wer kann schneller Spritzgießen. Und die Firma Bayer hat die Rheologie optimiert und konnte nicht in 4 Sekunden eine Spritzgießen, sondern in 3 Sekunden. Also ich wollte die 1 Sekunde, ist mir doch egal. Das Ding heißt Raumzeitausbeute und 33% nehmen Sie beim Gehalt, das ist sicherlich auch alle mit, oder? Und 33% ist was. Und damit gab es keine Plexiglas. Die Firma Röhm hätte das hergestellt in Darmstadt. Und hat nicht funktioniert und die Firma Bayer hat es gemacht. Sie konnten schneller über die Fließeigenschaften CDs spritzgießen. Also nur damit Sie ein Verständnis dafür haben, ich habe gedacht, so ein bisschen einfach, was macht die Firma? Also wenn Sie haben ja für jeden eine Schublade, für den Herr Göttfert bin ich Professor. Und Göttfert ist für mich die Schublade Kapillarrheologie. Also das ist kein ganzer Satz mehr, das ist einfach nur noch ein Wort. Und das ist, damit ist die Firma weltweit führend und wir freuen uns auch, dass wir da Wechselwirkungen haben. Der Herr Moritz Göttfert war auch bei uns schon und hat viel dort auch gearbeitet, hat sich die Sachen angeschaut, damit wir auch so eine Firma vielleicht einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass die Zukunft weitergeht. Und wie gesagt, mich berührt es wirklich, wenn ich das Gefühl habe, dass ich über den Herrn Beuerle einen kleinen Hebel hatte, um hier ein paar Arbeitsplätze wieder sicherer zu machen, weil es einfach, ich konnte mit ihm über Mathematik reden und ich weiß noch das Thema von Herrn Beuerle, irgendwas haben sie gemacht, hat er gesagt, Herr Wilhelm, ich habe es überall eingebaut.